doof, als wir auch alles im Roller waren, die uns schlimm gelaufen sind, die uns eigentlich gemacht haben. Also haben wir gemacht. Dass du nicht möchtest, eine Cola haben, dass du eine Flasche Champagner haben, genau. Das geht nicht. Ja, ja. Ja, ich sag ja auch immer, das ist so dieses immer so, ja, als Student, der kriegt das ist ja unnötig und so weiter. Auch so, ja. Nachher verdient man dasselbe. Oder auch, dass die dann sagen, ja, ich verdiene ja so wenig. Ich glaube, und du verdienst dafür 10 Jahre länger als ich. Das darf man irgendwie auch nicht vergessen. Jeder muss das machen, auch das, was ihm Spaß macht. Genau. Die was wissen aus Köln. Und hier wird das nichts. Eben, sonst würde es die Züge nicht geben. Ja. Wenn es nur die Fahrer dafür geben würde, wir würden die Züge haben. Gut, wir kriegen vielleicht vom Wagenkasten den Beschuss her, oder? Oder irgendwie vom Haus nach dem Beschuss haben, auf so einen engen Kleingartenlauf in die Tür rein und kriegen andere von hin. Aber das wird dann alles so funktionieren. Das ist ja die Frage. Das ist ja keine Modellwand, man eben zwei Kabel dran, das ist für Leute zu, ja. Ja, die fahren wir so ein bisschen Dreirad. Aber ich glaube, die Zeit muss ich mir wieder anschauen.
Warum nicht? Die letzte Tour noch machen sie auch, warum nicht? Ich habe schon mal ein Probier gefunden und haben sie jetzt irgendwo. Ich werde den Preis nicht versteigern. Ich glaube, dass ich. Oder dürfen, die dürfen doch sogar, oder nicht? Ich weiß nicht, was nee, nee, stimmt ja, nicht. Verkehrstauschen knapp dürfen wir kein Alkohol ausschenken. Nee, war auch nichts. War nichts an Bord gewesen. Das ist ja gemein. Dann muss man schon mit der Haddock fahren. Bei der Haddock schon? Ja. Ich finde das mit dem Alkoholfrei aber gar nicht schlecht. Das machen die auch. Cola? Nee, oder? Gar nicht. Gar nicht? Die gehen nicht gesetzt? Letztes Jahr haben die noch einfach alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. Dieses Jahr war die Theke nicht besetzt. Okay, nee, war nichts. Bin nicht gedacht. Die Gaule ist auch nicht wirklich bei denen, weil das ist ja auch Werbung für den Zug als heute. Ja, und weil man den Wagen zum Beispiel ohne Catering ja auch nicht mieten kann. Nee, man muss ja die Theke besetzt haben beim Mieten. Ja, ja. Und deswegen finde ich das lustig. Ja, Silberlöffel, die früher drauf haben, die haben das ja immer gemacht. Die sind ja dann auch mal da gewesen und haben dann Kaffee gehabt und dann Mineralwasser und Orangensaft. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, sowas. Klar. Ja, und das Großartige ist, kannst du diese Fahrten da nicht machen. Nee, da, ja nicht da. Da schmeißt du für 2 Euro Cola raus und mal fahren das bei Zelda. Kann noch mit 2,50 Kaffee anbieten und alle sind glücklich. Ja, mit dem Kaffee war das nur das Problem. Die Leute wollen jetzt freistellig gehen, weil da kann man schon noch wieder alles auf Fußboden, weil sie die Kassen nicht tragen können. Weil da schaukeln ja vier. Ja. Die letzten Becher und diese Kasse rein. Der kann dann oben eine Überfahrt. Aber da meckern die Leute, wenn sie zahlen müssen. Ja, genau, dann wollen sie den Becher mal voll haben. Das schwappen sie immer wieder über beim Tragen. Und jetzt meckern wir nicht rein. Das war aber das andere Problem, dass sie das nicht tragen. Da muss man ganz normal durchfahren. Das war ja auch, wenn du mit Schaffung hast, da wegen Dienst.
Weil das ja noch steht bei Honda Rennweg. Ich hätte zwei eine habe ich jetzt mal gesehen bei Honda Rennweg. Haben wir uns vergessen oder was? Haben sie uns vergessen auf der Strecke? Ja, Verspätung. Zweites Problem, der Zug hat keinen Zugfunk. Ja. Der erscheint nirgendwo. Der muss immer von Hand reingepflegt werden, bearbeitet werden. Wir sind jetzt außer Fahrplan, Und das kommt auch noch, dass er jetzt zu einer Zahl kommt, das heißt, man muss die Fahrschautafel beobachten, wo ist er jetzt, was müssen wir jetzt machen. Ja. Und wenn einmal nicht dran denkt, der stellt sich keine Fahrstraße, weil jede neue kommt. Mit Recht, genau. Ist ja noch der Dauerbetrieb. Das ist halt bei den anderen Zügen so, die fordern sich dann, die melden sich dann auch oben hier. Ja. Der kommt dann und das macht er hier natürlich nicht. Das kann er nicht. Fahrauftrag warten. Er ist schon ein bisschen älter. So. Und so schön ist er auch. Schlumpf. Der Fahrzeug-Freund nenne ich, das ist der Spitzname Christian. Christian? Ja, mit dem Spitzname Fahrzeug-2.